blessed people, the Lord Jehovah has spoken with me. Nun, gesegnete Leute, der Herr Jehova hat mit mir gesprochen. The Lord Jehovah Elohim. Der Herr Jehova Elohim, the mighty God of Israel, der mächtige Gott von Israel, has spoken with me on this day. Hat mit mir an diesem Tag gesprochen. And, this is a very, very powerful conversation that took place this night. Und dies ist eine sehr, sehr mächtige Unterhaltung, die diese Nacht stattgefunden hat. This night, diese Nacht, some hours towards the morning, einige Stunden hin zum Morgen. The Lord Jehovah lifted me up. Der Herr Jehova erhebte mich hoch. Into heaven. In den Himmel. So he lifted me up into his glorious kingdom of heaven. Nun, er erhebte mich hoch in sein glorreiches Königreich vom Himmel. And then from heaven, the Lord now. Und dann vom Himmel, der Herr jetzt. Showed me, zeigte mir, the ministry of the two prophets, den Dienst von den zwei Propheten, of the book of Revelation, von dem Buch Offenbarung, chapter 11, Kapitel 11, from heaven, vom Himmel, I could see, konnte ich sehen. Then I saw a very tremendous meeting, a very shocking meeting, dann sah ich ein sehr enormes Treffen, ein sehr schockierendes Treffen, a very, very huge meeting, ein sehr, sehr riesiges Treffen, from heaven I could see. Made me see now from above. Vom Himmel konnte ich sehen. Er brachte mich dazu, von oben zu sehen. Then I saw, dann sah ich, as there was a big meeting, a huge meeting, als wenn es ein großes Treffen gäbe, ein riesiges Treffen. Mammoth, I don't know which meeting this is. Riesig, ich weiß nicht, welches Treffen dies ist. Or it is part of all the meetings. Oder es ist Teil von allen Treffen. But, at that meeting, which looked more like Kisumu. Aber in diesem Treffen, welches mehr aussieht wie Kisumu, then I saw, dann sah ich, the two olive trees, die zwei Olivenbäume. I saw them the way they were towering high, right from the ground of the earth. Ich sah sie die Weise, wie sie hochragten, direkt von dem Boden der Erde. They came very, very high up. Sie kamen sehr, sehr hoch. Two green olive trees. Zwei grüne Olivenbäume. Next to each other, one on the left, one on the right. Nebeneinander, einer auf der linken, einer auf der rechten. Standing before the Lord of all the earth. Stehend vor dem Herrn aller Erde. This is a very serious conversation. Dies ist eine sehr heftige Unterhaltung. Regarding the dispensation and the time we are in. Bezüglich dem Zeitabschnitt und der Zeit, in der wir sind. It's a very, very serious conversation regarding the eternity of the church. Es ist eine sehr, sehr heftige Unterhaltung bezüglich der Ewigkeit der Gemeinde. It's a serious conversation. Es ist eine ernsthafte Unterhaltung regarding the end of history. Bezüglich dem Ende der Geschichte. The end of time. Das Ende der Zeit. Regarding the glorious kingdom of God, bezüglich dem glorreichen Königreich Gottes, that you are all preparing for, für welches ihr euch alle vorbereitet. And I'll come back to you and open up on this very, very dreadful conversation. Und ich werde zu euch zurückkommen und euch auftun über diese sehr, sehr ehrfurchterregende Unterhaltung. I saw the two olive trees. Ich sah die zwei Olivenbäume. Very huge and very stout and very strong. Sehr riesig und sehr kräftig und sehr stark. From the earth, towering very high. Von der Erde sehr hochragend. Very high all the way into the heaven. Sehr hoch all den Weg in den Himmel. Standing before the Lord of all the earth. Stehend vor dem Herrn aller Erde. I am reading the book of Zechariah, chapter 4. Ich lese das Buch Zacharia, Kapitel 4. Zechariah, chapter 4, I'm reading verse 14. Zacharia, Kapitel 4, ich lese Vers 14. Even verse 13. Sogar Vers 13. To 14 it says, bis 14, er sagt, he replied, do you not know what these are? Er sprach zu mir, weißt du nicht, was diese bedeuten? No, my Lord, I say. Nein, mein Herr, antwortete ich. So he said, these are the true who are anointed to serve the Lord of all the earth. Da sprach er, das sind die beiden Söhne des Öls, die vor dem Herrscher der ganzen Erde stehen. In other words, the prophets of the book of Revelation, chapter 11. In anderen Worten, die Propheten von dem Buch Offenbarung 11. The ones that come to do battle against the Antichrist, diejenigen, die kommen, um den Kampf auszuführen gegen den Antichristen and the false prophet,
und den falschen Propheten, that are coming up around the corner here, die hervorkommen um die Ecke hier. And so, und nun, they are the ones that come to prepare the way, sie sind diejenigen, die kommen, um den Weg vorzubereiten for the glorious coming of the Messiah, für das glorreiche Kommen des Messias and secure the church into entry, und die Gemeinde zu sichern, um einzutreten. The safe entry, der sichere Eintritt. They safeguard the exit of the church, sie schützen den Ausgang der Gemeinde into the eternal, glorious kingdom of God, hinein in das ewige, glorreiche Königreich Gottes. And you can see that they are drawing their power from the anointing of the Lord. Und ihr könnt sehen, dass sie ihre Kraft erhalten von der Salbung des Herrn. From the anointing of the Holy Spirit. Von der Salbung von dem Heiligen Geist. The olive trees themselves are the source of the olive oil. Die Olivenbäume selbst sind die Quelle von dem Olivenöl. And so that is the power of God the Father himself that empowers them. Und nun dies ist die Kraft von Gott dem Vater, er selbst, die sie bevollmächtigt. But this speaks so much about the coming of the Messiah. Aber dies spricht so viel über das Kommen des Messias. And how the clock in heaven has ticked. Und wie die Uhr im Himmel geschlagen hat. May the Lord bless you. I will come back to you later. Möge der Herr euch segnen. Ich komme später zu euch zurück. In a greater detail and open up greater about these two olive trees. In einem größeren Detail und eröffne größer über diese zwei Olivenbäume. That the Lord has shown me today again, die der Herr mir heute wieder gezeigt hat, standing very high, towering very high from the earth, sehr hoch stehend, von der Erde sehr hochragend, very strong, very mighty, sehr stark, sehr mächtig, above everything, above all the buildings, über alles, sie sind über den Gebäuden, above all the people, above everything, über all den Leuten, über alles, on the earth, auf der Erde, and they towered very high, und sie ragten sehr hoch, towards heaven, zum Himmel. Remember again, erinnert euch nochmals daran, the month of February, 20th, den Monat Februar, der 20. and 25th, und 25. 2018, when the Lord showed me the same two olive trees. 2018, als der Herr mir die zwei gleichen Olivenbäume zeigte. When I was standing there, als ich dort stand. And und the other prophet was standing on my left. Und der andere Prophet stand an meiner Linken. And then the Lord was right in front of us. Und dann war der Herr direkt vor uns. And then all of a sudden two mega olive trees did grow from both of us and reached up into heaven. Und dann wuchsen plötzlich zwei mega Olivenbäume von uns beiden und reichten hoch bis in den Himmel. So this is a very shocking time, a very dreadful time. Nun, dies ist eine sehr schockierende Zeit. Eine sehr furchterregende Zeit. The only thing you need to avoid is blackmail. Die einzige Sache, die ihr vermeiden sollt, ist Lästerei. Stay out of blackmail. Entfernt euch von Lästerei. That one the Lord has told me, no blackmailer will enter the kingdom of God. Dies hat der Herr mir gesagt. Kein Lästerer wird in das Königreich Gottes eintreten. So make sure that you clean yourself from that active. Also stellt sicher, dass ihr euch selbst davon reinigt. And be holy. Und seid heilig. And receive Jesus. Und empfangt Jesus. For without holiness, nobody will see the Lord. Repent. Denn ohne Heiligkeit wird niemand den Herrn sehen. Tut Buße. Turn away from sin. Kehrt ab von Sünde. Live a holy Christian life. Lebt ein heiliges christliches Leben. Remember the visitation when he showed me the church taken and the blackmailers all remained. Erinnert euch, der Besuch, als er mir zeigte, dass die Gemeinde genommen wurde und die Lästerer, sie sind alle hinterblieben. So make sure that you receive Christ Jesus. Nun stellt sicher, dass ihr Christus Jesus empfängt. Through repentance. Durch Buße. And be baptized in complete immersion. Und seid getauft in totalem Eintauchen. And receive the Holy Spirit. Und empfangt den Heiligen Geist. And walk a holy Christian life. Reject sin. Und wandelt in einem heiligen christlichen Leben. Lehnt Sünde ab. Zero tolerance to the sexual sin. Null Toleranz zur sexuellen Sünde. This sexual sin you see destroying this generation. Diese sexuelle Sünde, die ihr seht, die diese Generation zerstört. Sexual lust, cut it out. Sexuelle Begierde, schneidet es heraus. Sexual sin, cut it out. Sexuelle Sünde, schneidet es heraus. If you can cut sexual sin, all the other sins you can cut out. Wenn du sexuelle Sünde herausschneiden kannst, kannst du all die anderen Sünden herausschneiden. Deception, lies.
Täuschung, Lügen, Perversion, all those things you cut out. Perversion, all diese Dinge schneidest du heraus. Stay away from sexual sin. Halte dich fern von sexueller Sünde. And be born again properly, because only those that are born again properly. Und sei richtig wiedergeboren, denn nur diejenigen, die richtig wiedergeboren sind. I have seen them enter the glorious eternal kingdom of God. Ich habe sie gesehen, dass sie eintreten in das glorreiche, ewige Königreich Gottes. The Messiah is coming, prepare ye the way of the Lord. Der Messias kommt, bereitet den Weg des Herrn. Toda haverim. Toda haverim. Toda toda. Toda toda. Toda shalom. Toda shalom. This is he about whom it was written. Dies ist er, über den geschrieben wurde. That in those days I'll send you the dreadful prophet Elijah. Dass ich in diesen Tagen euch den furchterregenden Propheten Elia senden werde. But bear in mind the law of my servant Moses. Aber erinnert euch an das Gesetz von meinem Diener Mose, that I gave him at Horeb, welches ich ihm in Horeb gab. Thank you. The Lord bless you. Danke, der Herr segne euch.